Hi, ich bin Lars, 36 Jahre alt und komme aus Hamburg. Ich bin der Andreas Penno und komme aus Mainz. Echte Kerle! Ich bin der Klaus-Peter Wünsch, ich bin 46 Jahre alt, ich komme aus der Frankenmetropole Nürnberg. Bin 1,89. Ja, der Franke ist halt so, wie er ist, ne? Ja, passt schon. Also auf dem Grill lege ich tatsächlich am liebsten schöne Ribble. Der deutsche Durchschnittsmann ist 1,78 groß. Ich 82 Kilo, Schuhgröße 44. Hat Haare, die weder blond noch braun sind und ist einfach nur Durchschnitt. Okay, alles klar. Ich bin Sascha Gruber, bin 1,94 Meter, wiege 135 Kilo. Ja, jetzt haben wir wieder das Und, ja. Mein Signature-Move. Bin beruflich Projektleiter in der IT-Programmierung und gehe gerne zum Hirmer einkaufen, weil nur da die Größen passen. Hirmer, Krankenball. Hi, ich bin Chris, 26 Jahre alt, 2,7 Meter groß, 120 Kilo schwer, echter Berliner, Polizeivollzugsbeamter und Olympiasieger. Bei Hirmer gehe ich einkaufen, weil ich keinen Bock habe auf Otto-Normalverbraucherläden. Du gehst rein, fragst, ob sie das in deiner Größe haben. Die Standardantwort ist nein, du gehst wieder raus. Gehst nach Hause, nichts gefunden. Bei Hirmer gehst du rein und die haben alles in deiner Größe und die haben auch geile Sachen. Hirmer kann man. Ich bin der Matthias Kessels, Größe 1,75 Meter. Gewicht, das ist geheim. Ich komme aus dem Süden der Niederlanden, in der Nähe von Eindhoven wohne ich. Tagsüber bin ich Notar. Aber mein großes Hobby ist Schlagzeug spielen in mehreren Bands. Ein ganzer Kerl ist jemand, der ein bisschen frech ist, der Humor hat und der sehen lässt, ich mache alles, wie ich das will. Ich bin ein echter Kerl, weil meine Frau das sagt. Mein Name ist Andreas, ich bin 1,93 Meter groß, komme aus Stuttgart. Insofern ist es echt frustrierend, wenn du als großer, überdimensionaler, sage ich jetzt mal, irgendwie was Bestimmtes suchst, wirst du eigentlich fast immer enttäuscht. Und bei Hirmer ist es tatsächlich so, da finde ich immer was und das ist das Schöne. Hallo, ich bin der Sven. Ich bin 1,94 Meter, Gewicht auch. Habe Konfektionsgröße 5XL, 6XL. Wiege zu viel. Entschuldigung. Ich bin beruflich Grafiker und mein Hobby, meine Leidenschaft, die Musik. Ich bin DJ. Deep House, Tech House, Techno. Mein Name ist Nils Kresser. Ich komme aus Kiel. Bin 2,02 Meter groß. Also sag mal, große Leute, ich habe einen ganzen Schrank voller Hosen, wo immer nach dem Waschen dann der erste Zentimeter fehlt. Und da ist die Auswahl bei Hirmer einfach wahnsinnig groß. Und Hirmer hat eben einfach nicht nur Anzughosen, sondern eben auch Jeans und lässige Pullover. Also einfach auch was für die Freizeit und nicht nur fürs Business. Hirmer habe ich vor 8 Jahren kennengelernt. Ich hatte das Problem, dass ich zum Skilaufen keine Skijacke mehr gekriegt habe. Und dann habe ich gelesen, Hirmer große Größen. Und dann bin ich hinein nach Hirmer und die hatten dann für mich sofort prompt eine passende Jacke und seitdem bin ich bei Hirmer eigentlich hängen geblieben, wie man so sagt. Mein erstes Mal bei Hirmer so, oh, da läuft mal einer hinterher, das kennt man so nicht. Und ich bin dann gelaufen, dann kam der Mann zu mir und sagte, entschuldigen Sie, kann ich Ihnen helfen? Und ich sagte, ja, ich suche das, das und das. Sagt er, sehr gerne, kommen Sie mal mit. Und dann schaut er dich an und sagt, Moment, ich habe genau die richtige Hose gesehen. Zack, bam, bumm, anziehen und sie passt. Hat nicht mal nach der Größe gefragt. Saugeiles Wohlfühl. Erlebnis einfach und das war mit ausschlaggebend, dass ich sage, ey, ich gebe auch lieber gerne 10 Euro mehr aus und habe viel länger davon. Das ist einfach Hirmer. Die schauen mich an und wissen sofort meine Größe. Manchmal eher, schon eher als ich selber weiß. Man fühlt sich vom ersten Moment an wohl und man geht garantiert mit den richtigen Sachen raus. Und mittlerweile hat man dann auch so seinen Lieblingsverkäufer, der einem dann auch schon im Grunde sagt und auch zeigt, was es Neues gibt und was halt am besten dazu passt. Und auch übers Internet ist es sehr schnell und bequem, um Sachen zu bestellen. Also sobald ich Bock habe, mir was zu kaufen,
finde ich beim Hirnriss. Also zum ersten Mal zur Hirma gegangen bin ich vor knapp 20 Jahren, als ich als Anzuganfänger für die Hochzeit eines Cousins meinen allerersten Anzug gebraucht habe. Und ich gemerkt habe, in den normalen Größen hat es einfach nicht gepasst. Und dann bin ich zur Hirma gegangen und da habe ich den richtigen Anzug gefunden. Hirma, Hut ab. Genau. Echter Kerl. Ist einfach ein Typ.